Hi, ich bin Philipp, das ist Digi-Fernunterricht und heute spreche ich über das Ende eigentlich des Fernunterrichts und zum Beginn des Hybridunterrichts. Ich habe heute mit einer Klasse die letzte Videokonferenz durchgeführt im reinen Fernunterricht. Ab nächster Woche nehme ich meiner Schule den Präsenzunterricht wieder auf, und zwar nicht einen reinen Präsenzunterricht, sondern so, dass ich mit einer halben Klasse im Schulzimmer arbeiten werde und die andere Hälfte der Klasse zu Hause weiterarbeiten wird. Was zu einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten führt natürlich. Wie organisiert man das? Darüber habe ich schon in einem Video gesprochen. Ich blende es dann auch gleich da oben ein, möchte da nicht mehr auf einzelne Modelle jetzt im Detail eingehen, sondern so allgemein zu diesen Übergängen kurz was sagen. Der erste Übergang war bei den Schulschließungen in den Fernunterricht, wo klar war, es ist nicht mehr möglich, die Klassen zu sehen. Jetzt müssen die Schülerinnen und Schüler zu Hause lernen können. Und das Problematische bei diesen Übergängen, also damals und jetzt der nächste Übergang, ist vom reinen Fernunterricht. Das haben jetzt viele Schulen auch schon gemacht. Meine Schule ist eine der letzten, die das jetzt so organisiert, also vom reinen Fernunterricht zum Hybridunterricht, und dann später wird es nochmal diesen Übergang geben vom Hybridunterricht zum Ganzklassenunterricht. Wann dieses später sein wird, das schwer abzuschätzen, das wage ich jetzt nicht zu sagen, aber was heißt, es gibt eigentlich diese beiden Übergangsphasen, in denen jeweils Lernunterricht stattfindet in einem provisorischen Setting. Und diese Übergangsphasen brauchen enorm viele Ressourcen. Natürlich, es wird auch Energie freigemacht. Es gibt viele Lehrkräfte, die sich tolle Gedanken machen, innovative Konzepte entwickeln, wie diese Zeit gestaltet werden kann. Aber dadurch, dass der nächste Übergang kommt, entwertet sich auch so etwas dieser Lernzeit. Also der reine Fernunterricht wird jetzt durch den Hybridunterricht insofern entwertet, dass man sagt, das war nicht richtiges Lernen. Richtiges Lernen, das geht nur, wenn mindestens ein Teil der Klasse im Schulhaus sein wird. Und nach dem Hybridunterricht wird dann wiederum aus der Perspektive des regulären Standardunterrichts, falls es den dann wirklich in der Form wieder gibt, wie wir ihn gehabt haben vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, dann wird man sagen, ja, dieser Hybridunterricht, das war nicht wirklich echtes Lernen, das war nur Provisorium. Und deshalb ist diese ganze Corona-Zeit der Schulschließungen nicht eine Zeit der Innovationen, eine Zeit des produktiven Lernens, weil es immer unter dem Vorzeichen geschieht, dass es nur eine Notlösung ist, dass eigentlich das echte, richtige Lernen, dass es was ganz anderes ist. Und solange dieses Gefühl bleibt, ist es etwas frustrierend, da viel Energie zu investieren, gute Lernaufgaben zu entwickeln, weil aus der ganzen Außenperspektive gesagt werden kann, das ist ja jetzt eigentlich nur eine Notlösung, weil ihr so arbeiten müsst. Das sind wenige Dinge, die wir dann über diese Phase heraus mitnehmen. Und da scheint mir besonders das selbstorientierte Lernen etwas zu sein, wo ich denke, ich möchte gerne die Perspektive umkehren. Also ich möchte mir überlegen, was müssen Kinder und Jugendliche können, damit sie in solchen Phasen des Fernunterrichts produktiv lernen können, auch wenn vielleicht nicht optimale Bedingungen da sind. Und das selbstorientierte Lernen scheint mir da ganz, ganz vordringlich zu sein. Das heißt, Lernende suchen ihre eigenen Lernaufgaben, sie suchen nach Ressourcen, nach Problemen, nach attraktiven Fragestellungen, sie erstellen Lernprodukte, und zwar ohne, dass das bewertet, angeleitet, kontrolliert wird, sondern weil sie Lernen als etwas empfinden, was sie entwickelt, was sie ermächtigt, was ihnen Möglichkeiten gibt in ihrem Leben, was ihnen hilft, die Welt zu verstehen. Diese Perspektive möchte ich in der Schule stärken, auch im Präsenzunterricht. Ich möchte Jugendlichen und jungen Menschen zeigen, wie sie aktiv an der Welt teilhaben können, wie sie die Welt gestalten können, um dann, falls es weitere solche Krisen gibt, und damit ist natürlich zu rechnen, sie wirklich loslegen können und nicht an eine Schule gebunden sind, die sie entmündigt hat, weil sie darauf warten, dass ihnen jemand sagt, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen, bis wann sie es tun sollen. Und dann ist vielleicht auch diese ganze Krisenzeit nicht so mit vielen Reibungsverlusten behaftet gewesen, wenn so dieses Mindset und diese Haltung daraus entstehen kann.
Das nehme ich mit. Ich steige dann am Montag ein in diesen Hybridunterricht. Ich habe mir überlegt, den Kanal vielleicht auch ganz einzustellen, weil der Fernunterricht wirklich vorbei ist, und habe jetzt beschlossen, ich werde einzelne Videos immer wieder machen. Aber diese hohe Frequenz von Videos, diese vielen Beiträge und Hilfestellungen, das werde ich so nicht mehr machen. Wenn ich ein neues Tool entdecke, dann erzähle ich hier gerne davon, wie es funktioniert. Wenn ich Erfahrungen gemacht habe, Überlegungen habe, dann präsentiere ich die hier. Aber vielleicht werde ich so runterfahren auf so ein, zwei Videos pro Woche. Aber ich denke, wir hören uns, wir sehen uns, wie immer. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und fürs Mitdenken. Bis bald.